Und damit sind wir zurück beim Let's Play von Titan Quest. Ja, kurz bevor wir anfangen, jetzt ist es 14:45, bis 14:45 geht die Folge. Und da ich sowohl Dark als auch Mordor Schatten schon aufgenommen habe, wäre es möglich, dass heute mehr als die drei Folgen kommen. Ich habe noch keine hochgeladen. Ich werde nach der Titan Quest Folge, nachdem ich die Folge aufgenommen habe, alle drei dann hochladen. Also ich verspreche es nicht, aber es wäre möglich. Ja, beim letzten Mal hatten wir einen Bosskampf gegen einen dämonischen Bullen. Hatten die Audienz beim Gelben Kaiser im Jadepalast. Ein sehr interessanter Mann, der uns wertvolle Informationen geben konnte. Und ja, sind leider einmal gestorben. Das heißt, es war jetzt die vierte Folge in Folge, wo wir gestorben sind. Gegen Arachne diesmal. Glaube ich, entweder Arachnus oder Spinnen, weil die waren beide da. Ich habe das nicht genau gesehen, was uns dann gekillt hat. Und ja, mittlerweile habe ich es aufgegeben zu hoffen, dass wir nicht sterben. Ich sage einfach, ich gebe mein Bestes, damit wir nicht sterben. So, hier sind wir wieder im Jadepalast. Jetzt müssen wir natürlich die Terrakottas nochmal machen. Ach nein, müssen wir nicht. Wir können auch einfach durchlaufen. Aber zuvor natürlich Auren und Wölfe. Jagdruf von Kräuterkunde mache ich dann auch. Ne, Kräuterkunde mache ich erst später in der Höhle. Und die Jagdruf ja nur bei starken Gegnern. Ich hoffe, dass die Mordor-Schatten-Folge gut aussah. Ich habe mir die jetzt noch nicht angeschaut. Die Dark-Folge war auf jeden Fall gut und Titan Quest läuft ja meistens gut. So, ich laufe jetzt hier einfach durch. Die Terrakotta, das hatten wir beim letzten Mal schon. Ich laufe jetzt hier einfach straight durch. Und hoffe, unsere Wölfe kommen gleich mit. Ganz brav und artig. Weil ihr wisst ja, was ihr, wie ich zu den Soldaten hier stehe. Ihr wisst auch, dass die äußerst flink sind. Das sieht man auch gerade schon wieder. So, hier sind wir dann wieder in der Höhle. Sofern die uns verfolgen, tue ich sie schon. Heil krank. Ja, ein paar haben uns verfolgt. Hier töte ich jetzt schon alles, ich weiß, obwohl, hier laufe ich auch durch. Wir waren hier ja schon. Wir wollen ja nicht immer Zeit verschwenden, deswegen hier laufe ich jetzt auch einfach durch. Aber hier müssen wir kämpfen. Hier hilft nichts, hier müssen wir kämpfen. Oh, die vielen Rattenmenschen hier. Da ist ein Wolf Geschichte. Ich nehme mal einen Heiltrank und einen Energietrank. Vergiss es, ich sterbe jetzt nicht. Nochmal einen Heiltrank. Er öffnet jetzt sehr viel auf einmal. Boah, Alter, was ist mit den Viechern schon wieder los? Nein, nichts aufsammeln im Kampf, bist du bescheuert. Oh Mann, halt krank, er muss gerade sein. Ja, aber wir kriegen es hin. Und nochmal ein Heiltrank. Ja, das war jetzt nötig, waren jetzt viele Heiltränke, ich weiß schon. Ach, wir müssen ja noch handeln, das habe ich jetzt völlig vergessen. Machen wir dann später, den kannst du ja hier wegtun. Ein Wolf nachbeschwören. Besserer Gesundheitstrank. 96 Gold, 955 Gold, 476 und 208 Gold. Und jetzt die Kräuterkunde reinhauen. Aber es war doch trotzdem gut. Es hat jetzt einfach Zeit gespart. Ich habe übrigens einen Kommentar auf die letzte Folge bekommen, wegen den Schwestern. Das hieß, die Schwestern kommen später noch. Das heißt, wir gehen einfach weiter. Genau, und hier unten sind wir gestorben. Gegen diese Mistviecher hier. Gestern waren hier nur Arachnus. Die sind jetzt nicht mehr da. Ängste, ich sehe sie nämlich da vorne. Vergiss es, diesmal sterbe ich nicht. Das kannst du völlig knicken. Das kannst du völlig knicken. Diese scheiß Spinnen hier. Heil dich und lauf, Elessa. Dankeschön. Margunitruhe. Mit Siegerring der Wahrnehmung 910 und 1459 Gold. Und
Und jetzt geht es in unbekanntes Gebiet weiter. Das heißt, jetzt töten wir alles und jeden. Hier vorne sehe ich zum Beispiel Arachnos. Wir brauchen einen Energietrank. Tropische Arachnos-Rüstung und tropische Arachnos-Maske einmal mitgenommen. Natürliche Höhle gerade. Ich hoffe, die geht nicht zu lang. Ja, so einzeln sind diese Spinnen nicht gefährlich, aber in der Gruppe absolut tödlich. Das haben wir erst gestern wieder gemerkt und jetzt heute fast, also jetzt gerade fast gemerkt. Okay, hier sind wieder Djinne und Feen. Heilen, laufen. Und noch mehr Feen, weil es noch nicht quietschen genug war. Ja, ich bin immer noch kein Freund von den Feen. Das wird sich vermutlich auch nicht mehr ändern. Klingt einfach so unangenehm in den Ohren, da ist man kein Freund von. Noch ein Haufen. Mit nichts Wichtigem. Und dann gehen wir weiter. Alle tot, ich glaube. So, und hier ist der Ausgang. Ja, der Palasthöhlen. Also ich weiß nicht, ob es der Ausgang ist oder der Eingang in weitere Höhlen, aber ich glaube, es ist ein Ausgang. Es ist ein Ausgang. Okay, Auen des Djinne, aha. Ja, hier müssen also die beiden Schwestern dann. Ich überlege nur, ob wir die jetzt direkt uns zurückporten sollen, wegen Verkaufen und Heiltrank kaufen. Oder ob wir noch weitergehen. Ach, wir gehen noch weiter. Hier sind also die beiden Schwestern, die müssen wir suchen. Ein Brunnen der Wiedergeburt, das ist schön. Dann haben wir die ätzenden Höhlen hinter uns. Und wir haben wieder die Tigermenschen als Gegner hier. Das überrascht mich nicht sonderlich. Hier ist zum Beispiel gleich mal eins dieser netten Lagerchen. Ich habe übrigens letztes Mal, das ist mir dann aufgefallen, als ich die Folge angeschaut habe, ich habe beim Bosskampf gegen den Bullen völlig den Monsterköder vergessen. Das ist mir aber erst im Nachhinein aufgefallen. Das ist der einzige Skill, den wir noch nicht ausprobiert haben. Tigermenschenstulpen, Mahagoni-Truhe. Mit zwei besseren Gesundheitstränken. 406, 159 und 708 Gold. Hier ist doch bestimmt jemand drin. Wieder schwarze Steine hier. Das ist hier so ein Lager. Er ist die Magier. Heiltrank. Lauf, Elessa, Heiltrank. Boah, und schon wieder dieses Beispiel mit dem Nicht, dieses Nicht-Weglaufen und dieses Nicht-rechtzeitig Heiltrank nehmen. Ich werde heute nicht sterben. Zumindest, wenn es nicht absolut unmöglich ist. Ich frage mich immer noch, wieso Tigermenschen gefährlich werden können. Ich meine, wir haben so viel gegen Tigermenschen. Und nicht die schlechteste Ausrüstung, aber trotzdem. Und jetzt immer noch so auf den Fresse. So, Mahagoni-Truhe, Lazarus Armschienen. Jetzt der Armschienen der Finesse und entziehende Kriegskolben. Die Armschienen müssen wir aber zurücklassen. Gut, dann wird jetzt verkauft. Wir gehen zum Jadepalast. Es fehlt noch ein Portal. Ich denke mal, das ist das Portal bei der Kusau. So, wieder mal ein Pink Zahn, langes Zehr. Wenn wir jetzt also Lazarus aus Arm schieben, wäre mir auch ein Helm. Heißt, wir haben jetzt schon zwei Setteile. Je nachdem, wie die Armschienen sind. Ich hoffe, man braucht für die keine Intelligenz. Wie kurz die Tigermenschen loswerden, weil die stehen halt direkt vom Händler. So, jetzt hat. Oh, very good.
Welcome, Stranger. We have some good things for you today. So, ja, ich brauche erstmal ganz, ganz viele. Das Schaltkolben kann schon mal weg. Der Ring 22 Intelligenz kann auch weg. Ich brauche erstmal ganz viele Heiltränke. Und auch ein paar Energietränke. Wir merken, wir haben lange nichts mehr gekauft. So, Intelligenz. Tigermenschen stürken Geschicklichkeit. Sind aber schlechter als unsere und bringen nur Energie. Kommen also weg. Intelligenz. Intelligenz, Intelligenz, Intelligenz und Intelligenz. Okay, also die Armschienen könnten wir schon mal tragen. Das ist schon mal schön. So, isolierende Siegerring der Leistung. Das ist einer der neuen Siegerringe. Stärke- und Kältewiderstand. Gar nicht mal schlecht. Bisschen der andere Geschick und Energie. Auch nicht schlecht. Der Dreister bleibt ja weiterhin. Genauso wie die Beinschienen und der Talisman, solange ich da nichts anderes höre. Der kommt weg. Zwei gute Ringe hier mit dieser zwei Effekten. Stärke haben wir jetzt schon drin. Kältewiderstand glaube ich nicht. Geschick natürlich auch nicht. Also ich glaube, den Geschicksenergiering tue ich hier weg, weil Energie brauchen wir gar nicht und Geschick könnten wir jetzt nur brauchen für den Stern und den Bogen, aber das skillen wir ja dann wieder. Geh mal weg. Der Ring hier ist viel interessanter. Den behalte ich mal. So, dann schauen wir hier. Kräftige verzierte Rüstung. Zu schlecht. Hat nur Rüstung, Effektions gar nichts. Leichter mongolischer Großhelm. Zu schlecht. Armschienen mit Verteidigungsqualität. Naja, wir kriegen damit ordentlich Gesamtrüstung, aber wir verlieren damit ordentlich an Schaden, weil der andere halt Angriffsgeschwindigkeit drin hat. Nee, lass ich weg. Das Schreibers verrückter Schild, 90 Energie. Nee. Okay, dann schauen wir hier rein. Kältewiderstand und Verteidigungsqualität bei mehr Rüstung. Ja, auch hiermit sinkt natürlich der Angriff. Hier haben wir natürlich den Feuerwiderstand nicht drin, dafür Kältewiderstand Prozent. Und die Gesamtrüstung erhöht sich deutlich. Schaum eventuell. Kältemenschen, Beinschienen, Intelligenz. 76 Rüstung. Nee. Rattenmenschen bei Schienen, Gesundheitsregeneration mit 76 Rüstung. Nee, nehmen wir auch mal weg. Weil der andere zwei Effekte, wir lassen die Stärke erstmal drin. Tropische Erdnussmaske. Wie sieht die denn aus, Rannus und Neugier? Schwach sieht die Scheiße aus. Nö, wo meine Leiche? Außerdem ist sie schlechter. Tropische Arachnus-Rüstung, wie sieht die aus? Ja, die geht sogar vom Aussehen. Ist aber auch deutlich schlechter. Und hier sind die neuen, die Lazarus-Armschienen. Was haben die denn? Noch plus Verteidigungsqualität, plus Stärke, plus Angriffsgeschwindigkeit. Und Wahrscheinlichkeit für Blitzvergeltung, die finde ich sehr, sehr schön. Außerdem haben sie mehr Rüstung als unsere jetzigen Armschienen. Finde ich sehr, sehr schön. Ich meine, auch hier haben wir Angriffsgeschwindigkeit drin. Zwar weniger als beim anderen, aber dafür auch plus Stärke. Wisst ihr was? Die neuen nehme ich. Ich tue mal die Armschienen weg. Einfach, weil es auch der zweite Set-Gegenstand ist. Und ich meine, wir machen zwar jetzt 4 Rüstung weniger, aber ordentlich mehr, Wahrscheinlichkeit für Blitzvergeltung und Wahrscheinlichkeit auch nochmal zusätzlich, weil wir halt jetzt 2 Sachen tragen. Kotzt mich immer noch an, dass wir die Beinschienen verkauft haben, ein bisschen. Ja, okay. Da haben wir jetzt mal Armschienen. Und dann porten wir uns wieder zurück zu den Auen. Insgesamt müssen wir jetzt zurück nach Chang'an. Aber es geht wahrscheinlich über mehrere Gebiete. Wir haben jetzt auch schon gesehen, das Gebiet ist in Chang'an. So, wir werden die Armschienen mitnehmen. Und jetzt weiter umgucken. Hier unten ist noch ein Gebiet. Da gehen wir als nächstes hin, ich will hier nichts übersehen. Und gleich wieder die Kräuterkunde aktivieren.
Ich glaube, bei der nächsten größeren Gruppe probiere ich mal den Monsterköder aus. Also, weil ich den Effekt verstanden habe, denkt er halt die Aufmerksamkeit auf sich, dann greifen die Monster den an und man kann sie prügeln. Soweit ich verstanden habe. Ob das wirklich so funktioniert? Ach, da geht's gar nicht runter, das ist richtig. Nee, da geht's nicht runter. Ja, gut, dann gehen wir hier lang. Raptoren? Nein, Raptoren kriegen die Monsterköder nicht ab. Die sind zu knuffig. So. Die sind zu knuffig, die kriegen den Monsterköder nicht ab. Da haben wir zwei Raptorenzähne bekommen und einen Knochenhaufen, erster Knochenhaufen. Mit 1686 Gold. Jetzt die beiden Raptorenzähne. Da hatten wir ein neues Set, das heißt dann wird es hier 3 von 5. Und dann gehen wir weiter. Ich hoffe, ich übersehe jetzt hier nichts wegen den Schwestern. Ich habe da ein bisschen Sorge. Ich finde diese Raptoren immer noch unfassbar putzig. Ich will die am liebsten nicht angreifen. Das ist wirklich wahr. Auch die Großen. Eine Heiltrank, bitte. Hier ist eine Höhle, sehe ich das richtig? Hand mal so. Wo erst der Knochen auf und hier mit auf jeden Fall ein bisschen Gesundheitstrank. Ansonsten nichts. Was haben wir denn hier? Natürliche Höhle. Die Frage ist halt, ob die Schwestern noch in Höhlen festgehalten werden. Also wir sollen sie ja nur finden. Wir wissen gar nicht, ob sie festgehalten werden, aber es wäre halt möglich. Wir haben noch Zeit. Ich schaue mir die Höhle mal an. Und wie kannst du es wagen, einfach wieder meine Schwerter auszuweichen? Jetzt probiere ich mal diesen Monsterköder. Da ist er. Oh ja, der Zombie hat ihn gerade angegriffen. Und der Zombie läuft auch dahin zum Monsterköder. Und greift ihn an. Ja, gefällt mir. Ruhe. Die geringe Wahrnehmung. Besser Gesundheitstrank. 882 Gold. Gefällt mir. Finde ich cool. Gleich nochmal. Monsterköder. Hält allerdings noch nicht besonders lang. Ich nehme mal an, der hält dann länger. Später. Heilen. Aber an sich ist das kann sehr wertvoll sein. Dadurch hätten wir vielleicht verhindern können zu sterben. Einmal Energietrank, einmal Wolf. Da ist nämlich gerade einer gestorben. So, irgendwas Wichtiges hier. Fixzepter des Eises und eine Truhe. Ich schaue nochmal hier. Ne, hier scheint nichts Wichtiges zu sein. In der Truhe haben wir auch nichts Wichtiges. Doch einen exaltierten babylonischen Kampfhelm. Der kommt mit. Und ja, dann sind wir mit der Höhle durch. Okay. Also keine Schwester hier drin, aber dafür lustige Pflänzchen und zumindest erstmal den Monsterköder getestet. Ich finde ihn gar nicht mal schlecht. Ich meine, ja, er ist eher so eine nette Spielerei, aber erstens ist das schnell wieder aufgeladen und zweitens, gerade bei Bosskämpfen kann das sehr, sehr lohnend sein. Und soweit ich weiß, gibt es beim Monsterköder später noch eine Erweiterung, die man einsetzen kann. Boah, hier ist anscheinend wieder ein Jurassic Park aufgemacht worden. Heilen. Die Raptoren sind nämlich nicht wenige. Raptorenzahn. Knochenhaufen. Mit einem Hakenfett verzehrend, ein besserer Gesundheitstrank. 124, 391 und 486 Gold. Dann gehen wir weiter. Okay, hier ist so ein. Ah ne, das ist so ein Stein. Ich dachte jetzt schon, das wäre ein Bauwerk. Wieso erwische ich den schon wieder nicht?
Kranke. Boah, was ist denn noch, was ist mit der Letzter schon wieder los? Er trifft teilweise die Gegner nicht. Das ist so ein bisschen. Oh. Zweiter Wolf. Ein Wolf ist irgendwie schon wieder verstorben, glaube ich. Hier ist nichts. Und hier ist das Lager, was wir vorher gesaubert haben, ne? Ja. Ja, an sich gefallen mir die Auen auch sehr. Oh Mist. Hätte ich den Zauber gleich angreifen sollen. Okay, die sind dann auch Geschichte. Wo könnten diese Schwestern sein? Ich meine, das ist kein kleines Gebiet hier. Beziehungsweise die viel bessere Frage ist, leben die noch? Ich meine, diese heitere junge Frau hat damals gesagt, ihr kann nichts passieren. Ich denke immer noch, dass die psychisch nicht komplett gesund war. Ehrlich gesagt. So, Knochen laufen. Na komm, jetzt hat. Das Mentos Waffenring, her damit. Hier ist noch ein dunkler Fleck, aber hier ist auch nichts mehr. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 9 Minuten. Ja, mit ein bisschen Glück finden wir die Schwester noch. Das wäre mir gar nicht unrecht. Zumindest eine würde ich gerne finden. So. Ach, wenn wir einen neuen Raptorenzahn gehabt, ja. Hier gibt's fast vergessen. 4 von 5. Und jetzt wird es wieder sumpfig und natürlich, wo Sumpf ist, beziehungsweise Wasser sind ich hier nicht weit. ...1281, 412 und 768 Gold. Ach ja, jetzt kommt wieder die Ichtjäger ins Spiel. Die habe ich ja gar nicht vermisst eigentlich. Need more energy. Und ein Energietrank. Den schlürfen wir auch mal wieder. Hier muss doch irgendwo eine Schwester sein. Hier ist ein Riesengebiet. Hallo Dschungelkriecher, mit euch habe ich auch noch eine Richtung offen. Heilen. Und Wolf nachbeschwören. Und nicht zu vergessen die Kräuterkunde. Jetzt habe ich versehentlich die Aura deaktiviert, aber sie ist schon deaktiviert. So, alle Fiebsgewächse weg. Weil hier war ja definitiv nichts mehr, ne? Ne, da kamen wir her. Hier war nur die Höhle. Hier ist altes Gebiet übrigens. Ne, hier war definitiv nichts mehr. Tigermenschen im Sumpf, okay. Und da vorne sehe ich auch Tigermenschen mit Aura. Das heißt, hier gibt es wahrscheinlich Korb, hier gibt es wahrscheinlich wieder einen Rudelführer. Besserer Gesundheitstrank und nein, Kriegsherr. Lauf, Elessa. Energie- und Heiltrank. Und ein Monsterköder. Was war das jetzt? Ich glaube, der Meisterumhang. Ich sehe in der Siegerring. Dann helfen wir unseren Wölfen. Rebegewächs. Knochenhaufen.
mit nichts Wichtigem. Das Rebengewächs ist, glaube ich, wieder eine neue Sammlung. Und darf auf jeden Fall hier rein. Wir haben schon wieder so viel Zeug hier. Und ich schätze mal, dass wir uns dann jetzt gleich zurückporten müssen. Aber ich gucke gleich nochmal. Rebengewächs vollständig. Ich glaube, das ist eine neue Sammlung. Hi, das ist eine neue Sammlung. Jetzt schauen wir nochmal. Ja, 5 Minuten haben wir noch, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ja, wie weit geht's denn hier noch weiter? Ich meine, so wahnsinnig weit kann es nicht gehen, weil hier ist ein altes Gebiet. Ach, ich gehe noch weiter. Zur Not handeln wir wieder beim nächsten Mal. Halt erstmal den. Na, vielleicht lassen wir ihn. Okay, hier war nichts. Dieses Sumpfland kann sich halt über total ewig erstrecken. Ja, ich lasse es jetzt. Ich porte mich zurück und handle. Und dann gucken wir Zange an. Gehe ich jetzt rein? Ach, ja, egal. Egal. Zange können wir auch verkaufen. Waffenschmied. Fine arms, firm armor, fit for the Emperor's Guard. See for Sozio. So, hier erstmal alles, alle Energie- und Heiltränke kaufen. Die Ringe der Wahrnehmung konnte weg. Das war der. Ne, jetzt mein Ring konnte auch weg. Weil der Schrank konnte auch weg. Wo ist denn der gute Ring? Nein. Obwohl Geschick nicht schlecht gewesen wäre. Kältewiderstand und Geschick. Würde einmal wieder 5 Schaden pro Sekunde wegnehmen. Achso, das sind die alten. Sorry. Hakenschwert kommt weg. Du kommst weg. Exhalierter babylonischer Kampfhelm. Energieregeneration und Gesundheitsregeneration. Ist aber deutlich schlechter. Ich tue ihn weg. Meisterumhang. Nein. Da ist der gute Ring. Machen wir hier rein. Und dann sind wir fertig. Okay. Gucken. Ja, 2 Minuten haben wir noch. Also eine Monstergruppe mache ich noch im Sumpf. Habe ich jetzt beschlossen. Bin gespannt, was Felian sagt wegen Typhon. Wo wir jetzt gerade wieder hier sind. Okay, wo gehen wir denn hin? Ich glaube, ich gehe nochmal hier zum Rand. Weil da waren ja Tigermenschen. Tigermenschen sind, finde ich, im Sumpf etwas verwirrend. Maybe, vielleicht bedeutet das was. Rudelführer, allerdings alleine, der ist also kein Problem. Das ist ein Gesundheitstrank, ja, wegen Gesundheitstrank gehe ich aber jetzt nicht zurück. Ja, hier ist ein Tigermenschenlager, ja, das mache ich noch durch hier. Mit lauter Auren Tigermenschen hier. Hier ist doch bestimmt was drin. Ein Kriegsherr, der darf auch gleich mal ins Gras beißen. Niemand hier? Doch, doch, doch. Haha, natürlich ist jemand. Vermisste Schwester, Rosao. Aha, die erste Schwester also hier. Gleich mal ansprechen. I have never been so terrified. I broke the enchantment. I didn't mean to. Suddenly I was surrounded by monsters. Thank goodness you arrived. Ich habe den Zauber gebrochen? Ist dieser Zauber vielleicht der Grund, warum die andere Schwester die Questgeberin braucht? Ich habe die Monster können hier nichts tun. Interessant. Noch was? I will explain, good warrior. Long, long ago, the great sage Lao Jun concealed himself as a beggar and wandered through our land. No one would spare him rice. None took him in.
None except me and my sisters. The great sage revealed his true self to us and gave us each a magic seed. If you eat this, he said, no harm shall come to you, so long as you do no harm. Ja, das macht's natürlich deutlich. Also war die andere nicht verrückt, wie ich gedacht habe, sondern sie haben magische Samen bekommen, die sie schützen, solange sie anderen kein Leid zufügen. Was heißt, dass sie Leid zugefügt hat? Weil sie hat ja gesagt, sie hat den Zauber gebrochen. Interessant. Noch was? For hundreds of years we have lived peacefully alone, far from folly and wickedness. But today, by a stream, I saw a tiger man about to strike a harmless deer. Before I could think, I struck the monster with my staff. I killed it. I knew at that very moment that the enchantment had lifted, that I was protected no longer. I dropped my staff and ran. Naja, also sie hat einen Tigermenschen erschlagen, der Beute machen wollte und deswegen den Zauber gebrochen, weil sie damit anderen Leid zugefügt hat. Kann man so sehen, aber ganz ehrlich, finde ich jetzt nicht. Es war, also das wäre, würde ja dann auch heißen, dass man sich nicht zur Not verteidigen kann. Also ich weiß nicht, ich finde es nicht ganz so. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen überzogen, aber ich will noch schnell mit der Schwester hier fertig reden. Wir haben auch die Nebenaufgabe aktualisiert. What will I do now? I must go to the city or learn the way of the warrior. Naja, ganz ehrlich, wenn sie mit einem Stab einen Tigermenschen getötet hat, dann ist sie vielleicht gar nicht so schlecht beim Weg des Kriegers. Also ich hätte dann kein Problem mit. I was terrified. For so long I had known peace and safety. Suddenly every shadow was filled with danger. Oh, how can I live here with my sisters? What have I done? Ja, sie macht sich natürlich Vorwürfe, weil sie es nicht kennt, weil es was Ungewohntes ist. You saved me. Thank you. Dankeschön. You saved me. Okay, dann noch schnell lesen. Nebenaufgabe. Drei Schwestern. Sobald sie in Sicherheit war, erzählte die Frau ihre Geschichte. Vor langer Zeit bereiste der große Weise Lao Jun das Land als Bettler. Keiner im Land bot ihm eine Mahlzeit oder Unterkunft an. Außer diesen drei guten Schwestern. Im Gegenzug gab er ihnen magische Samen und sagte, wenn sie diese verspeisten, würde ihnen nichts geschehen. Wenn sie anderen auch nichts taten. Doch Wu Zhao sah einen Tigermenschen, der einen Hirsch reißen wollte, und erschlug ihn. Dadurch war der Zauber gebrochen, ihre Unsterblichkeit vertan. Überbringen sie ihrer Schwester Li Hua diese Neuigkeiten. Ich weiß nicht, ob Li Hua die Schwester ist, die uns die Quest gegeben hat. Aber im Moment finde ich die Geschichte ganz schön, muss ich sagen. Oder die dritte Schwester ist. Das werden wir dann beim nächsten Part rausfinden. Das heißt, wir gehen dann da oben weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen überzogen wegen der einen Schwester. Aber ich dachte mir, wenn die Tigermenschen, dass mir das komisch vorkam. Und es hat sich auch belohnt. Und genau, wie gesagt, es wäre möglich, dass heute noch mehr Folgen kommen. Aber es ist nicht sicher. Ich will auch nichts versprechen, weil sonst, wenn ich es nicht halten kann, ist es wieder blöd. Ich lade jetzt die drei Folgen hoch und bin schon gespannt auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Habt euch wohl.